Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Uncharted 2. Im letzten Part, ja, da haben wir mit dem Truck eine Verfolgungsjagd gehabt. Genau, soweit war's. Und sind beim Kloster angelangt, wo wir jetzt mit Elena, diesen Herrn Fischer, ich glaube Fischer hieß er, suchen müssen. Nee, genau, wir sind hier im Kapitel 22, das Kloster. Fast geschafft. Alles okay? Aha. Und jetzt leise. Komm. Nicht schlecht. Männer. Nein, nein, ich hab die Berge gemeint. Ehrlich. Na los. Genau, schöner Spruch. Aber ob es jetzt wirklich stimmt, das weiß man nicht. So, jetzt müssen wir... Ich würde mal sagen, wir schleichen ein wenig. Oha. Wer fehlt noch? Der letzte Truck ist nicht angekommen. Haltet die Augen offen. Halt die Augen offen. Oh, bis dann. Zack, beide runtergeschmissen. Von ihm habe ich eine Schrotpistole, aber nur, weil ich ihn heimlich eliminiert habe. Und hier oben ist eine M4. Oh, da oben sehe ich schon einen Schatz blinken. Nein, hat er mich entdeckt. Zack, erwischt. Zack, auch erwischt. So einfach geht das. Hier schieße ich einmal. Ich meine, gut, ich hätte das auch still und heimlich machen können, aber... Wozu? Dies ist ein Actionspiel. Tibetischer Silberohrring. Okay. Warte mal. Haben die jetzt alle die Waffe? Ja. Okay, wenn die alle die Waffe haben, dann sammle ich die auch auf. Weil einfach die Anzahl der Schüsse überwiegt, was ich mit der Schrotflinte anfangen könnte. Und wir kommen hier zum Kloster. Hier geht's hoch. So, jetzt müssen wir aufpassen. Nicht gerade viel schleichen, aber... Eine Armbrust, aber nur mit 3 Schuss. Nee. Vorsicht! Soldaten! Also bei richtig extrem... Okay, Moment, ich erledige die Kerle. Ja, Moment. Das kriegen wir sicher hin. Ich eliminiere ihn heimlich. Hier oben ist das eiskalt. Richtig. Na, komm. Erleb! Na toll, hat sich erledigt mit still und heimlich. Oh, irgendjemand schießt mit der... Komm schon, zeig dich. Das hab ich doch gerade gesagt. Okay, jetzt wird's ein bisschen ernst. Oh, das ist Elena Fischer. Wow, wow, wow. Was? Hat er gerade die Leiche weggeschleudert? Ja, wunderbar. Nein, 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 ich wollte mich nicht hier hin angeln. Ah, komm hoch. Ich will mich hier in Deckung gehen. Erledigt. Oh. Erledigt. Oh, wo rutscht der denn hin? Auch erledigt. Danke. Danke für das Kompliment, Elena. Chloe hat mich immer nur getriezt. Drüben ist ein Maschinengewehr. Was? Maschinengewehr? Nehme ich sofort. Wo ist es? Na, erstmal nachladen. Der Typ da drüben hat die Desert. Das ist nämlich nicht gerade gemütlich. Zack, erledigt. Besser kann ich es auch nicht sagen. Ah, der wirft aber die Granate haargenau, ne? Cool, die saß. Das ist mal eine schöne Waffe. Lässt sich aber aus der Ferne nicht so viel anfangen. Warte mal. Ja, ich wollte gerade eine Granate schmeißen, aber... War nicht nötig.
Erledigt. Hier ist nur die Schrotpistole. Nein! Na toll. Jetzt habe ich zigmal die Schrotpistole aufgenommen. Oh, von da hinten. Jetzt weiß ich, was sie mit Maschinengewehr meinte. Wow, wow, wow. Da hinten kann ich runterklettern. Fragt sich natürlich nur, warum ich da runterklettern sollte. Aber ansonsten, okay. Ich gehe erstmal hier lang. Weil ich brauche irgendwas für die Ferne oder was Gutes für die Ferne. Die Desert, die ist doch für... Oh, oh. Wow, 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 wow. Wer schießt hier mit was? Ah, sie schießt hier, Elena, okay. Wenn der sich einmal umdrehen würde, dann könnte ich ihn erwischen, aber so. Ich habe eine Idee. Warte, 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 warte. Dafür muss ich aber hier nach vorne. Zack. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe... Nein. Ich habe viel zu weit geschmissen, verdammt. Hier ist aber noch eine Granate. Ja, warte, 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 warte. Ich will eigentlich... Zack. Ich hoffe, das geht jetzt. Nein. Doch. Wunderbar geklappt. Tada, dan, dan, dan. Moment. Oh. Abgesehen davon, dass jetzt irgendjemand anders dieses blöde Ding besetzt hat. Ich wollte doch noch hier hin. Wow, 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 wow. Geh in Deckung. Drake. Ah. Nein, 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 nein. Ganz übel gelaufen. Oh, meine ganzen Waffen sind weg. Gut, dann kann ich auch hier rüberspringen. Okay, ich dachte, ich könnte durchs Wasser laufen. Hat sich erledigt. Dam, da, da, dam, 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 sa. Und jetzt rüberlaufen. Ich dachte, das wird besser funktionieren. Ich kann da unten hin gleich. Und hier auch nochmal nach unten. Da sind aber nur Waffen. Egal. Sie sind auf beiden Seiten. Och komm, ich dachte, da wäre noch ein Steg. Das ist doch unfair. Ich bin ja dabei. Ja, ja, ich bleib bei der Waffe. Was, 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 was? Wow. Ich sehe gerade schon, dass der mich im Visier hat, aber... Ach, da oben ist er. Wow, die war im Wasser. War aber nicht schlecht. Jetzt muss ich hier gegen die Sonne ziehen. Das ist doch unfair. Waffe aufsammeln. Nehme ich gerne. Das sieht doch so aus, als wenn hier ein Schatz sein könnte. Muss? Aber hier ist kein Schatz. Wieso ist hier kein Schatz? Das Vieh... Wow. Oh oh. Du gehst erstmal zuerst weg. Erledigt. Dann sammle ich das auch nochmal auf. Ah toll, der steht so weit weg. Aber ich habe eine andere Idee. Wie wäre es denn hiermit? Dam, 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 dam. Sperrfeuer. Oh, und das hat sogar funktioniert. Ah, Elena, könntest du die nicht mal in Schach halten? Das wäre toll. Okay. Wie? Kein Schatz hier in der Nähe? Ich dachte, hier wäre irgendwo einer. Nee, ich wollte eigentlich... die Waffe behalten und die Munition aufsammeln. Oder muss ich mich hier runterklettern? Langhangeln? Irgendwie so? Nö, hier ist nichts. Ich dachte wirklich, hier wäre ein Schatz. Ah, warte.
Achso, die haben das. Die sind davon weg, weil die mich aus dieser Position nicht mehr erwischen können. So, 70 Eliminierung mit der M4. Hilfe? Hilfe? Was hat der denn gemacht? Wow. Erledigt. Ist noch irgendwo einer? Was? Wer sieht mich? Wow. Los, weiter! Los, los! Oh nee, jetzt kommen die da raus. Ja, ich merke das schon. Du stirbst erstmal zuerst. Danach du hier. Ach komm. Ich werde von so ein paar Schuss und die überleben hier alles. Das macht mir nichts aus, ganz ehrlich. Mit diesem Maschinending hier bin ich fast unbesiegbar. Bam, badadam, bam, bam, bam. Entwarnung ist gut, vor allem ich habe nicht mehr so viel Schuss. Aber ich meine, hier wäre irgendwo noch ein Schatz gewesen. So. Ich will die Tür nicht aufkriegen, weil hier ist hundertprozentig irgendwo ein Schatz. Frage ist nur, wo? Halt, hier war wieder eine Granate, die nehme ich doch mit. Die Brücke ist kaputt, eindeutig. Da oben komme ich nicht ran. Alles, was Munition ist, mitnehmen. Hier irgendwo? Scheint auch nicht. Hier ist aber was. Ich meine nämlich, wenn man hier irgendwo runterhangelt, müsste hier... Ah, da, ich sehe schon. So. Lass dich fallen. Boah, ich brauche noch nicht mal. Hier. Zack, und das ist die Ritualkrone. Aber ich meine, dass hier ein bisschen weiter... Cool, kann man sich hier festhalten? Wusste ich gar nicht. Sehr schön. Ne? Ich wollte hier eigentlich... Nach hier oben... Da, geht doch. Achso, das Weiße konnte ich auch berühren. Mich hoch, daran hochziehen. Sehr schön. So, ich guck mal, ob hier irgendwo ein Schatz ist. Uff. Oh. Ah, toll, nee. Da ist mir das nicht so viel wert. Okay, die saß. Die saß ist echt gut, aber... Auch die nehme ich nicht an mich. So... Ich meine nämlich, dass hier auch nochmal ein Schatz ist. Komm schon. Ja, ich wollte schon sagen, Drake, das packst du doch. Hier irgendwo. Ich will nicht schon wieder ins Wasser laufen. Weil ich das Gefühl habe, ich würde wieder ertrinken. Aber ich meine auch, dass hier irgendwo noch ein Schatz gewesen ist. Wenn ich das nochmal wüsste, ey. Kann man hier nochmal runter oder so? Auch nicht. Schade. Das ist wirklich, wirklich schade. Und hier glitzert nichts. Hier funkelt nichts. Hier sehe ich nichts, vor allen Dingen. Was nach einem Schatz aussieht. Dabei könnte das doch ein super Versteck sein, oder? Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Hier oben ist auch nicht zum Abschießen. Kann ich hier irgendwo noch einen Schatz? Ja, hier ist nirgendwo ein Schatz. Gibt's doch gar nicht. Ich
bin mir ziemlich sicher, dass hier noch irgendwo ein Schatz sein müsste. Mindestens. Aber ich komme hier nirgendwo runter, dass ich da irgendwas sehen könnte, ne? Ich guck noch mal hier, ob ich hier irgendwas funkeln sehe, etwas glitzern sehe. Hier ist nichts. Auf dem Dach oder so auch nicht. Habe ich mich so getäuscht? Ich meine, beim Kloster gibt es jetzt hier viele Schätze, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, an welchen Stellen die sind sozusagen. Tja, und da hier auch nichts ist. Hier ist nichts. Hier ist so eine Propangasflasche. Hier ein Schatz versteckt? Auch nicht. Hier ist auch kein Schatz versteckt, wette ich. Obwohl, wartet mal. Ich kann hier... Ah, jetzt sehe ich's. Haha, haha. Ich habe auf meinem schlauen Zettel stehen, dass hier doch einer sein muss, aber wo wusste ich jetzt auch nicht genau. So, offizielle Silber... Ach, so offizielle Siegel aus Silber, wollte schon sagen. Silber aus Silber funktioniert nicht. So, und jetzt würde ich mal einfach sagen, hier am Rad drehen. Hä? Hat das jetzt nicht funktioniert, oder wie? Ich halte fest, du zuerst! Okay. Yeah, besser... Wow, also im deutschen Untertext steht da einfach nur ho und da stand jetzt erstmal und sie hat was ganz anderes gesagt. Da geht's tief runter. Dieser Balken ist wohl der einzige Weg rüber. Ich glaube, da unten ist ein Seil. Okay, warte. Ich gehe runter und werf's dir hoch. Was? Wo ist ein Seil? Och nö, ist das jetzt hier so eine Kletterpartie oder was? Wo kann ich denn jetzt hier runter? Ach, da muss ich runterklettern. Ich sehe das schon. Komm, lass los. Nee, das ist irgendwie nicht ganz so richtig. Wow, 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 wow. Oh, ich sehe schon, die Steine halten nicht lange. Drake, du machst aber auch einen Mist. So, hier ist nichts, außer das Nichts. Was? Wo ist das Seil? Hier. Okay, hier ist das Seil. Fang! Ich hab's! Kommst du? Tada! Okay, wir gehen hier weiter. Okay, mir nach. Tada! Und jetzt hier hochspringen. Oh, das hat gerade so geklappt. Und das alles, obwohl Drake noch eine kaputte Schulter hat. Spring! Ich fang dich! Okay.
Ich hab dich. Ich meine, die kann so genial springen, aber so. An den Wänden springen geht nicht, oder wie? So, das Ding einmal schieben. Komm, hier rüber. Okay. Los, hilf mir. Wir drücken mal. Genau. Puh. Hey, wir können da raufklettern. Komm schon. Du, was soll das denn jetzt? Ich hab den Weg schon eher gewusst und sie sagt, komm schon. Aber hier ist kein Schatz. Müsste aber. Vorsichtig. Wer weiß, wie alt die Bretter sind. Hä? Was für Bretter? Ach, die hier. Hey, ich hab ein Seil. Seil? Wo? Wo bist du überhaupt? Ach, da oben. Das sieht mir irgendwie stark nach Kampf aus. Sieh mal. Da oben. Sind sie das? Komm, wir müssen uns beeilen. Hier geht's weiter. Nein. Ich meine aber, hier wäre irgendwo ein Schatz. Da, tada. Das war nämlich damals, habe ich das... Wie gesagt, ich bin einfach hinterhergesprungen, weil man... Vieles ist man zu überhastet und sucht gar nicht nach den Schätzen. Was haben wir denn hier gefunden? Silbernes Opfergefäß. Sehr schön. So Nummer 71. Aha. Tada, ich brauche mich gar nicht festhalten, Elena. Das funktioniert doch wunderbar. Ach komm, Drake, hoch hier. Verschlossen. Unmöglich, hier durchzukommen. Okay. Ich suche einen anderen Weg. Von der anderen Seite. Du wartest. Sei aber bitte leise. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Leise. Okay. Geht klar. So, und jetzt befindet sich hier irgendwo ein Schatz? Nein? Kein Schatz? Ah, ich glaube, ich muss da hochklettern. Nein, nein, nein! Das ist gerade nochmal gut gegangen. Wie komme ich denn da hoch? Ach, hier rüber. Ja, da muss ich lang. Komm, hoch, hoch. So, ach komm. Einfach mal auf die Balken. Ach komm, Drake. Ich dachte, du hättest da ein bisschen mehr Elan. Oder ein bisschen weniger eher. Er ist ja übers Ziel hinausgeschossen. Ach, kletter doch mal ganz hoch. Nicht mehr so stückchenweise. Ach, Drake. Ach, Drake, du regst mich gerade tierisch auf, weißt du das? So, jetzt bin ich hier. Und jetzt muss ich hier ranspringen. So, und jetzt hier links aus. Na? Was? Kann ich nicht... Kann ich mich nicht hier oben am Fenster? Wo muss ich denn dann hin? Okay, dann hier hin. Und jetzt? Ich sehe nichts. Ich sehe weder einen Schatz noch sonst irgendetwas. Oh, es geht. Hm. Nein. Ich wollte den im Sprung aufsammeln. Achso, geht nicht. Hier muss ich runterschießen. So, tibetischer Türkisring. Auch nicht schlecht. Und weiter? Oh, hier geht's überhaupt nicht weiter. Muss ich jetzt hier hoch?
Ist das hier gar nicht der Weg? Muss ich wieder zurück? Nochmal ins Hoch, Drake. Nochmal. Ah, oh, ich verstehe, ich muss hier auf den Balken, oder wie? Oh, Mist. Oh, da war ein Gegner. Ich habe ihn ja gesehen. Und was soll ich machen? Die morschen Teile hier. Sei ruhig. Schaltet die Augen offen. Schalt die Augen offen. Pass auf. Pass auf. Wie? Das hat er nicht gesehen, dass der heruntergestürzt ist? Wie cool. So, ich würde jetzt aber mal sagen, wir sind mit dem Part jetzt wieder viel zu lange. Und deswegen unterbreche ich hier einfach mal. Ich weiß, dass das mit den Schätzen jetzt ein bisschen suchlastig war und dass das vielleicht nicht der schönste Part ist, aber ich habe ja gehofft oder versprochen, dass ich alle Schätze zeige, und je mehr ich jetzt sammle, desto später muss ich im Nachhinein euch präsentieren, und deswegen suche ich lieber zweimal ab als einmal zu wenig. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden diesen Part hier. Ich werde im nächsten Part dann den Turm hier runtergehen und wir werden dann versuchen, Fischer zu finden und ihn aus den Fängen des Bösen zu befreien. Ich hoffe, dieser Part hat euch soweit gefallen. Freue mich auf Kommentare, liked uns oder abonniert uns, würde mich sehr darüber freuen, und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin!